Grüß Gott, mein Name ist Herbert Renzinger. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Erklärung des Gesundheitsalgorithmus-Programmes. Der Gesundheitsalgorithmus ist grundsätzlich ein Analyse- und Therapiesystem. Über einen speziell entwickelten Algorithmus errechnet das Programm aufgrund persönlicher Daten das Energiefeld von Systemen, sprich das Energiefeld von Menschen, Tieren, und zeigt den momentanen Zustand an. Als Basis werden Werte einer Sinuswelle berechnet, welche aus den angegebenen persönlichen Daten errechnet wird. Es geht dabei nur darum, Störungen im Informationsfeld zu erkennen und auch zu harmonisieren. Nach dieser Analyse lassen sich alle getesteten Parameter natürlich korrigieren und optimieren. Und die Möglichkeit mittels eines Fernbehandlungsmoduls können auch eigene Therapien erstellt und dem Kunden bereitgestellt werden. Die ermittelten Informationen und Schwingungen werden dann in die Therapie übernommen und als hörbare und sichtbare Frequenz verarbeitet. Also diese Funktion soll Ihnen eine optimale Ergänzung bei der Begleitung Ihrer Kunden oder Klienten bieten. Der Gesundheitsalgorithmus will daher nicht den Arzt oder Heilpraktiker ersetzen, sondern Ihnen einfach eine wertvolle Ergänzung bieten, wo Sie schnell, effektiv, einfach für Sie und Ihre Kunden eine wirkvolle Begleitung haben. Ziel ist es, dass ein optimales Informationsfeld wiederhergestellt wird. Das folgende Programm Aurachirurgie und Informationsmedizin wurde speziell in Zusammenarbeit mit Rudi Kern entwickelt und ist abgestimmt auf die Aurachirurgie-Ausbildung von Rudi Kern. Es soll Ihnen dabei eine spezielle Unterstützung bei der Analyse und Therapie bieten. Ich werde Ihnen im Folgenden meinen Bildschirm übertragen, um Ihnen das Programm im Detail erklären zu können. Sie sehen nun die Oberfläche des Programms. Wir nehmen an, unser heutiger Kunde ist Max Muster. Wir haben seine Daten bereits übermittelt bekommen. Das heißt, wir geben Vornamen, Nachnamen, Geburtstag, Geburtsort, Adresse und gegebenenfalls auch eine E-Mail-Adresse an. Dann haben wir diese Oberfläche Aurachirurgie und Informationsmedizin für unser System zur Berechnung. Wir werden jetzt hergehen und einmal schauen, welche karmischen Belastungen können wir bei Max Muster feststellen. Also wirklich synchron zur Ausbildung Aurachirurgie sehen wir hier Atembeschwerden. Atembeschwerden können karmische Belastungen sein, welche, wie man hier ersehen kann, Verbrennungen, Scheiterhaufen, Bomben, Vergasung, Erstickung darstellen können. Dann gibt es noch einen Hinweis auf Krankheiten wie gutartige Wucherungen, wie zum Beispiel Warzen, Polypen oder ähnliches. Dann haben wir einen Hinweis bei Max Muster auf seelischer Ebene, auf erstochen worden sein, Schwert, Speer, Pfeil, alles, was Sie aus der Ausbildung kennen. Oder auch einen Hinweis, die Lebensvision von Max Muster soll erzwungen werden. Das heißt, eine Machtdemonstration überdeckt tiefe Verletzungen. Wie bereits bei der Einleitung erklärt, haben wir hier auch die Möglichkeit, die Analyse mittels eines Fernbehandlungsmoduls in eine Therapie umzuwandeln. Und das stellt sich wie folgt dar. Hier sehen Sie ein Plus und immer wenn ich dieses Plus anklicke, werden diese Werte in einen Behandlungskorb übermittelt und abgespeichert.
Weiter sehen wir hier immer in der linken Spalte den Namen der Disbalance, in der Mitte den Wert. Also für uns interessant sind immer die roten Werte oder sehr niedrige gelbe Werte. Und was für uns auch interessant ist, es gibt hier noch ein Männchen und ein Herz. Das Männchen deutet immer darauf hin, dass die Disbalancen sich auch auf körperlicher Ebene sehr stark zeigen können. Oder ein rotes Herz deutet darauf hin, dass diese Disbalancen immer mit dem geistig oder immer den Ursprung im geistig-psychischen Zustand des jeweiligen Menschen zu finden sind. Das heißt, hier haben wir sehr viel rote Herzen. Es geht sehr viel um die Psyche von Max Muster. Das zweite Modul, was wir uns ansehen, ist Geburtsschock. Bei Geburtsschock finden wir Geburtsschock 2. Dabei geht es um Tunnelangst, Fahrstuhlängste. Also das kann ein Geburtskanaltrauma sein, stecken geblieben bei der Geburt. Es war einfach nackte Angst, absolute Panik. Das kann auch sein, dass Max Muster als Baby ein Schreikind war. Das heißt, das Kind erinnert sich an diese Todesangst bei der Geburt. Der zweite Geburtsschock, den wir bei Max Muster finden können, sind eventuelle Verletzungen wie Schnittverletzungen, die durch verschiedenste Arten erreicht werden. Auch hier geben wir diese Werte wieder in den Behandlungskorb. Das dritte Modul zeigt uns Seelentraumas und Glaubenssätze auf. Also das heißt, wir haben ein Seelentrauma, das mit der Konfirmation von Max Muster zu tun hat. Wir haben ein Seelentrauma, das mit Schuldgefühle zu tun hat. Wir haben Armutsgelübde. Wir haben Versagensangst. Wir haben weitere Seelentraumas, Erinnerungen an Versklavungen und ein Hochzeitsgelübde. Das heißt, auch an den Werten mit den roten Herzen ist deutlich zu erkennen, dass es sich bei Max Muster um psychische Anspannungen handeln wird. Das nächste Modul zeigt uns Schwermetalle auf, also Belastungen durch Schwermetalle. Wir haben hier keine Belastungen explizit im roten Bereich. Wir haben hier nur Hinweise auf Zink. Und diese Werte, sollte das jetzt einen Mangel darstellen, weist jetzt Zink auf Scheinwürde und Disziplin hin, also anstelle von erlaubten Gefühlen und nicht der erlaubte Lebensgenuss. Das heißt, es deutet sehr viel darauf hin, dass sich im Leben von Max Muster vieles so präsentiert, dass er sich seinem Umfeld gut anpassen will und muss. Dann haben wir Belastungen durch Zelltoxine oder Disbalancen. Hier finden wir Nanoplastik als Umweltbelastung, lagert sich in verschiedenen Hirnarealen ab. Dann haben wir als zweites Verdauungsbeschwerden und Vergiftungen. Das heißt, es können auch Vergiftungen aus natürlich-karmischen Belastungen sein. Dann haben wir wieder diese Schwellungen und Wucherungen, wo wir wieder dieselben Hinweise erhalten. Dann haben wir noch Erbgutschäden, wieder Aluminium, eventuell lagert sich in den Hirnarealen ab. Dann haben wir noch einmal Erbgutschäden, Umwelt 2, also das deutet auf Benzolderivate hin. Wir nehmen alle roten Werte und geben diese wieder in den Behandlungskorb. Als nächstes Modul gibt es Hinweise, ob momentan Hirnschwächen in einer Disbalance sind. Hier würde sich nur als Möglichkeit anbieten, dass Max Muster
Namen benutzt, die er gerade sieht, also die ihm momentan nicht einfallen, sondern Namen benutzt, die er jetzt in letzter Zeit verwendet hat. Dabei ist es immer so, dass auch immer das Mittel in der optimalen heilenden Potenz hier angeboten wird. Und auch das werden wir in den Behandlungskorb geben. Also sollten keine roten Werte vorhanden sein, haben wir die Möglichkeit, auch den obersten gelben Wert oder die obersten gelben Werte in den Behandlungskorb zu geben. Dann hier haben wir bei den Schüsslersalzen einen Hinweis auf Calciumsulfuratum, das ist Schüsslersalz Nummer 18. Das wiederum ist ein wichtiges Ausscheidungsmittel bei Belastungen von schwer ausscheidbaren Schwermetallen oder Schadstoffen, das eventuell auch wieder auf Erschöpfungszustände hinweisen kann. Und wie wir schon gesehen haben im Vorfeld, dass es bei Max-Muster-Schwermetallbelastungen eventuell bei Hirnarealen geben kann. Also das ist immer wieder eine Kette geht in die andere oder ein Glied geht in das andere und ermittelt auch diese Daten mit. Dann haben wir bei den kolloiden Metallen kolloides Vanadium. Kolloides Vanadium ist kreislaufaktivierend und wird auch zur Regulation des Blutzuckers unterstützend empfohlen. Also das heißt, das ist ein Hinweis, dass unser Max Muster einen ziemlich stressbedingten Tagesablauf haben dürfte. Wir haben dann hier noch die Möglichkeit, einzelne natogener Produkte als Empfehlung anzusehen. Und zwar, da gibt es Carnitin. Das steht für Zellversorgung der Mitochondrien. Hier haben wir dann auch wieder Zellversorgung und Mitochondrien, Zellstoff Plus. Dann gibt es das Mittel Östrokontrol, was auch wieder einen Hinweis bietet zur Hormonbalance. Und als viertes Mittel gibt es wieder speziell etwas als Hinweis, nämlich für die Blutzuckerverwertung, welches wir im vorigen Modul schon hatten. Also auch hier werden Produkte empfohlen zur Unterstützung, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Wir haben jetzt 26 verschiedene Daten im Behandlungskorb abgespeichert. Und damit Sie sehen, wie man mit diesen Daten schlussendlich eine Therapie erstellen kann, werde ich Ihnen das präsentieren. Und zwar der Ablauf ist folgend. Der Kunde erhält von Ihnen als optimale Ergänzung bei der Begleitung eine E-Mail täglich, die täglich für ihn persönlich berechnet wird. Und zwar in dieser E-Mail werden Werte berechnet, die täglich neu erstellt werden, welche Disbalancen Max Muster heute hat. Diese E-Mail braucht Max Muster nur anzuklicken, also da ist ein Button-Klick hier. Max Muster klickt diesen Button an und dann geschieht Folgendes. Er hat im Hintergrund verschiedene Farben, die wechseln. Er hat Texte, die sich abwechseln, die abwechselnd erscheinen. Er hat eine Musik und natürlich einen Frequenzton im Hintergrund und eine Blume des Lebens, die sich ursprünglich nach links dreht, im Laufe der Zeit aber nach rechts drehen kann und natürlich dann auch abwechselnd links und rechts drehen kann. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass die beiden Gehirnhälften optimal zusammenarbeiten. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz einen Auszug aus einer derartigen Behandlung zeigen. Bei der E-Mail klickt man auf Klick hier. Ich werde hier nur auf Behandeln klicken und Ihnen ganz kurz zeigen, wie sich das auf dem Bildschirm also darstellt und welche Musik oder Frequenzen da hörbar sind.
Also man sieht hier die einzelnen Daten, welche abgespeichert wurden. Und Sie sehen hier im Hintergrund wechseln die Farben und auch die Blume des Lebens kann sich links sowohl auch rechts drehen. Ich werde jetzt diese Präsentation der Fernbehandlung wieder stoppen. Und werde Ihnen jetzt noch eine weitere Möglichkeit zeigen zur Bearbeitung von Disbalancen oder zum Ausgleich, damit das optimale Informationsfeld wiederhergestellt werden kann. Also es hat so den Anschein, als würde Max Muster einen sehr stresserfüllten Alltag meistern müssen. Damit wir ihn hier unterstützen können, gibt es die Möglichkeit, einmal zu ermitteln in einem Themenfeld, welches man hier sieht, das Thema eingeben, zum Beispiel Stress mindern und dann sich anzusehen oder ermitteln, was geschieht im Informationsfeld von Max Muster, wenn er seinen Stress mindern würde. Und dazu werden wir uns diese Daten anschauen, also Informations Aurachirurgie und Informationsmedizin. Das heißt, wir werden speziell diese Daten uns jetzt beobachten, wenn ich das jetzt noch einmal eingebe, welchen Einfluss das jetzt auf das Informationsfeld von Max Muster hat, wenn er seinen Stress mindern kann. Also wir haben, es geht um die Optimierung der grünen Bereiche und um die Optimierung des allgemeinen Zustandes von Max Muster. Wir sehen hier im Moment 180 grüne Ergebnisse in Bezug auf Aurachirurgie und Informationsmedizin. Und wenn wir jetzt dieses Thema Stressmindern speichern und beobachten, was verändert das an den grünen Ergebnissen, dann sehen Sie jetzt, wir haben jetzt nicht nur 180, sondern 268 grüne Ergebnisse. Das ist der Hinweis für uns, dass wenn Max Muster seinen Stress mindern kann und das auch ein großer Auslöser für seine Disbalancen im Alltag ist, würde er viel bessere Ergebnisse erzielen können. Ich werde jetzt das Thema wieder löschen, damit man wieder sieht, es geht wieder auf diesen Ursprung. Auf die Ursprungsergebnisse zurück. Also das soll Ihnen jetzt einen Überblick über das wirklich speziell ermittelte und erstellte Aurachirurgie und Informationsmedizin-Modul zeigen, welche Möglichkeiten es bieten kann bei der Unterstützung Ihrer Anwendung von Aurachirurgie bei Ihren Kunden, Klienten und natürlich auch durch die Fernbehandlung zur weiteren optimalen Begleitung Ihrer Patienten, also Klienten, Kunden. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ich von Ihnen hören kann.